Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Bevor wir reingehen ins Spiel, was das Erste ist, was wir machen müssen, und das Einzige ist, was wir machen müssen heute, kurze Frage an euch. Wir gucken mal rein in unseren Team-Schedule. Ich habe die Idee zugetragen bekommen und ich finde die eigentlich echt ganz cool, dass wir vielleicht gerade in der ersten Saison, vielleicht aber auch generell, nicht alle Spiele in der Saison spielen und nicht halt nur die wenigsten rauslassen, sondern vielleicht gerade in der ersten Saison 4 Spiele zeigen, 5 vielleicht im Video, bevor ihr die Idee absegnet oder abschmettert, habe ich gedacht, kann ich nicht erstmal was machen. Das heißt, heute spielen wir auf jeden Fall gegen East Carolina. Virginia Tech wird eine Niederlage, so kann ich schon mal sagen. Ziemlich sicher zumindest. Dahinter haben wir Bowling Green und dann kommen die ganzen Sunbelt-Spiele. James Madison ist eine Rivalität und ja. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch sagen, und da wäre ich dann auf eure Meinung angewiesen, wir spielen 4 Spiele on camera oder so aus der Saison. Die anderen würde ich dann trotzdem off-camera spielen, nicht simulieren. Ich könnte sie aber auch simulieren, wenn ihr wollt. Das müssten wir dann festlegen. Das Problem ist nur, es könnte sein, dass wir dann alle simulierten Spiele verlieren. Und dann könnte es sein, dass wir gefeuert werden und so. Deswegen weiß ich nicht genau. Was ich jetzt zum Beispiel vorschlagen würde, das wird nicht sonderlich guckenswert sein, sage ich mal. Coastal Carolina würde ich gerne spielen, war ein gutes Team letztes Jahr, wichtiges Duell. Ich würde App State vermutlich gerne spielen, ist ein gutes Team in der Division. Ich würde James Madison gerne spielen, weil es die Rivalry ist von Old Dominion. Und ansonsten bin ich eigentlich erstmal happy mit alle anderen Spiele vielleicht nicht spielen oder nicht zeigen zumindest, sondern off-camera spielen. Wenn wir gegen James Madison oder wenn wir eine gute Saison haben, sage ich mal, und wir dann hier ins Conference Championship Game kommen, würde ich das natürlich auch zeigen, falls wir in die Playoffs kommen sollten als bestes Group of 5 Team oder als bester Group of 5 Conference Sieger, falls das alles so klappt, dann würde ich das natürlich auch zeigen. Lasst mir generell mal Feedback zu der Idee da. Findet ihr die sehr cool? Findet ihr die komplett trash? Würdet ihr die irgendwie ein bisschen anpassen und so? Ganz, ganz wichtig, dass ihr das in die Kommentare schreibt, nicht mir persönlich, damit auch andere Leute das sehen können. So, nächste Sache, wenn ihr wollt, können wir mal ganz, ganz kurz einen Blick auf den Boxscore werfen von dem Spiel und ich kann euch meine Schlüsse sagen. Grant Wilson ist, okay, der Pick war meine Schuld, deswegen mache ich ihm da keinen Vorwurf. Sacks, ja, ich glaube, ich muss mich wirklich ein bisschen mehr mit Pass Protection einstellen, befassen. Roche, gute Sache, 3 Broken Tackles, 25 Yards after Contact, insgesamt bei nur 16 Carries, 122 Yards. Wilson, mit dem sollte ich vermutlich nicht mehr so oft laufen. 2 Fumbles, allerdings auch ein Touchdown, ein Broken Tackle. Receiving, Isaiah Page, sehr starkes Spiel gehabt, aber insgesamt im Spiel, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist die Kolumne hier hinten. Wir hatten 7 Drops in dem Spiel und das ist crazy und das auch auf gute Receiver verteilt, sage ich mal. Defensiv hatte White McClain ein ganz gutes Spiel ich dachte gerade, wir hatten eine Interception, aber wir hatten, glaube ich, auch einen Forced Fumble, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl, Jason Henderson hat einen Forced Fumble. Da merkt man schon echt, dass er ein ziemlich guter Spieler ist. So, ansonsten keine krassen Schlüsse gezogen. Die Offense wird für manche von euch neu sein. Wie die aussieht, werden wir auch ein bisschen drüber reden, wenn es ins Spiel reingeht. Aber ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal gegen East Carolina. Könnte eins der geilsten Jersey-Matchups sein im College Football. Ihr seht, die sind deutlich besser geratet als wir. Gucken uns erstmal unsere Uniforms an. Hellblau, hellblau, weißer Helm, weiße Schuhe und sowas können wir machen. Und auswärts, das ist halt mir zum Beispiel zu hell. Das Ganze gucken wir mal. Current Throwback, die haben viele Jerseys. Current Alternate, komplett schwarz könnte man machen. Home Option, Away Option wird komplett weiß sein, I guess, jawohl. Home Option 2, Away Option 2. Das ist mir alles zu hell, die ganzen Away Options. Aber ihr seht, East Carolina hat ganz, ganz schön viele Optionen. Ich glaube, wir gehen auf Current Alternate. Ja, spielen wir gegen komplett schwarz. Und Team-Settings, Kicken, passt alles. Let's go. Ja, wie gesagt, Offense werde ich vielleicht ein kleines bisschen erklären müssen, den Ansatz, aber es ist echt kein komplizierter Ansatz, keine komplizierte Offense. Ist gerade ein bisschen en vogue, würde ich sagen, die Offense. Ein bisschen in. What an exciting matchup we have in store for you this afternoon, built around the pageantry, tradition, and everything that makes college football great. As we'll see a squad from the AAC, the East Carolina Pirates, taking on a team from the Sun Belt, the Old Dominion Monarchs. Ja, interconference matchup. Unsere ganzen Sunbelt-Spiele kommen ja alle erst hinten raus.
deswegen so halb wichtig sein. Aber ihr seht auch, unser Stadion ist nicht ausverkauft, nicht ansatzweise. Im Gegensatz zu dem, was wir bei Auburn die letzten Saisons immer hatten. So Grant. Lackluster Return. Okay, wir gehen mal hier in die Read Option, obwohl ich gerade gesagt habe, wir sollen nicht laufen. Und ihr seht schon eine Sache, die sind sehr, sehr weit, die Splits. Das heißt, die Receiver stehen alle sehr weit außen. Das wäre ein Pull gewesen vom Read her, aber habe ich nicht vertraut. Auch jetzt hier Play Action Post Curls, ihr seht wieder sehr, sehr weit. Das ist diese VN Shoot Offense, sage ich mal. Der war ziemlich viel weiter geworfen, als ich wollte. Das Ding ist, es ist eine sehr gewöhnungsbedürftige Offense. VN-Shoot ist ein bisschen Ableger von der Run-and-Shoot-Offense. Bloß, dass eigentlich das Run-Game sich da ein bisschen geändert hat. Mehr Power-Run-Game und so bei VN-Shoot. Und jetzt über die letzten paar Jahre hat sich halt daraus was entwickelt, was Tennessee zum Beispiel sehr, sehr gerne macht, dass diese Splits so extrem weit sind. Manche nennen es dann auch eine Wide Offense richtig direkt. Oh, shit. Das ist uns letztens doch schon mal passiert, ne? Und ich weiß nicht mehr, ob das in Madden war oder nicht, aber ich wollte hier... Weil 9 crasht rein, deswegen wollte ich auf den, die Position heißt Sniffer mehr oder weniger, man kann es Fullback nennen, Tight End, was auch immer. Auf den wollte ich werfen und habe es quasi dem Running Back an die Brust geworfen. Aber ich wüsste nicht, wie ich das timingmäßig anders machen soll, weil ich kann ja nicht länger warten. Ansonsten hätte der Running Back ja den Ball. Wisst ihr, was ich meine? Und da sehen wir direkt einen der Vorteile von diesen extrem weiten Splits. Die Philosophie dahinter, die Splits so weit zu haben, ist, dass es dann schwer macht, gleichzeitig diese Receiver da außen und das Rushing Game zu verteidigen. Weil du Spieler entweder außen hast, über den Receivern, oder du hast sie halt innen, über dem Running Game. So wie jetzt hier zum Beispiel. So. Dadurch haben wir dann 5 Leute in der Box, wir haben 5 O-Liner, das ist dann halt schon mal ein relativ großer Vorteil. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und es gibt, wie gesagt, auch noch relativ viele Option-Spielzüge, das ist ja generell was, was die... Oh, shit. Oh, wie kam der da durch? Was die Run-and-Shoot-Offense groß gemacht hat, dass es viele Option-Routes und sowas gibt. Gibt es hier bei uns auch. Da rechts zum Beispiel sehen wir es gerade. Was mir ein bisschen zu wild ist für ein RPO, eine Option, da vertraue ich dem nicht. Nicht gut durchmanövriert, wird ein Field Goal. Der Wind, relativ gerade. Der Wind, das himmlische Kind. Ball ist drin, alright. Stadion ist echt ganz schön leer. Mein Problem defensiv ist ein bisschen, ich will Jason Henderson nicht steuern, weil der zu gut ist quasi. Das heißt, ich steuere dann eher Green. Ihr seht, defensiv ist auch was sehr Besonderes. 3 Down Linemen, 2 Linebacker und dann 6 DBs. Ihr seht da, wir haben die beiden Slot DBs. Kann aber auch gut funktionieren. So, es ist 11 Personal. 3. und 1. Wir blitzen. Nice. Starkes Tackle 15. Love to see it.
Vierter und eins. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die Falcons von ihrer eigenen, was, 36 oder so, 34? Kein Roughing the Punter. Ich habe natürlich wieder vergessen, es auszustellen. Oh, schade, ich dachte, sie kommen da noch vorbei. Das war gar nicht so schnell wie erhofft. So, all go. That would have been a huge game. Absolutely. Shit. Drei gehabt. Aber ein bisschen zu spät. Ich weiß auch ehrlich nicht, warum ich da rechts rüber gedraftet bin. Schade, dass der Receiver wieder nicht mal hingefunden hat. Ja, ärgerlich, wir hatten ihn beim ersten Drive so offen, beim ersten Play meine ich, und dann ist er halt ein bisschen überworfen, minimal. Und er hat ihn eigentlich in den Händen und droppt ihn dann. Das müsste auch als Drop schon direkt drinstehen. Naja. Oh, ich habe so gedacht, ich kann den undercutten. Aber ja, gut. Ich schwöre euch, ich habe da nicht hingezählt. Ich schwöre, ich habe straight nach unten gezogen, den Controller. Aber bei mir kann man nie wissen. Weil ich manchmal auch wirklich echt nicht gut zielen kann. Das da links, das soll übrigens sein, das ist ein Bracket. Ich glaube, zu spät umgeschaltet, ansonsten hätte ich den eventuell intercepten können. Schade. Gucken wir die Safeties mal einfach nichts, oder was? Cross 6. A long way to the sticks. 7 Yards. Shit. Oh, zu lange gewartet, Mann. Ich glaube wirklich, wenn der Ball einmal in der Luft ist und ich nicht das Gefühl habe, dass ich ihn intercepten kann, sondern wenn ich irgendwen wechseln will zum Tacklen, sollte ich es einfach lassen. Weil ich krieg konstant immer den falschen Spieler, den ich nicht haben will. Und dadurch, dass ich nicht schnell genug reagiere, ziehe ich den dann komplett einfach aus dem Play raus. Hä? Bin ich durch den durchgeglitscht gerade oder habe ich einfach nicht, also das heißt, habe ich nicht gut gezählt. Ich habe so oder so nicht gut gezählt, aber sah aus, als wäre ich durchgeglitscht. So, offensiv, muss das Running Game wieder ein bisschen reinfinden. Ansonsten, das Ding ist, ich bin in echt zumindest auch kein großer Fan von der Offense, aber sie ist in echt noch umsetzbarer als hier im Spiel. Butler hatte auch ein ganz gutes Spiel letzte Woche. Ich wollte sliden, aber ich durfte nicht. Ich wurde getackelt schon. Inverted Veer. Crazy. Das Problem ist, dass ich echt nicht hinter die Linebacker komme. Jetzt auch gerade in dem Play zum Beispiel, wenn wir uns das angucken, das soll ja eigentlich ein Laufspiel zu vortäuschen hier, ne? Das zurzeit. Ich verstehe, dass die O-Liner nicht runblocken, aber die Linebacker reagieren halt gar nicht darauf. Und dann bringt mir das nichts. Wisst ihr, weil guck mal, die droppen direkt zurück. Dadurch ist der tiefe Crosser einfach überhaupt nicht offen. Und da das Fenster von dem Post, traue ich mich nicht reinzuwerfen. Das ist gut, wir sind in erweiterter Field Goal Range. Ich würde das hier auf keinen Fall für mich Field Goal Range nennen. Hier Play Action Deep Choice. Deep Choice ist halt ein Staple von dem Playbook, sage ich mal. Gucken wir mal, ob es klappt.
play fake. Nope, weil ich einen Pick werfe. Ich aber auch schon wieder. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg's nicht hin zu layern. Ich weiß nicht, ob ich. Ich spiele vermutlich zu wenig dafür. Nee, doch, der QB hat den Defender gesehen, aber der QB hat zu lange durchgedrückt. Vor allem, das Ding ist, es sollte nicht mal ein Bullet Pass sein. Und dann war es sogar zu lange für einen Bullet Pass. Also das checke ich echt nicht. Ich kann gefühlt entweder nur antippen oder durchgedrückt halten. Alles dazwischen kriege ich nicht hin. Das schränkt mich dann leider halt sehr ein. Ciao. Das ist natürlich viel zu einfach. Aber ich finde auch manchmal Draws merkt man. Oh, shit. Draws merkt man zu schnell. Also, ich habe halt direkt gewusst, dass es ein Draw ist. Ich hing dann halt im Block fest und kam dann nicht raus. Das ist die andere Frage. Aber manchmal. Also, es funktioniert gefühlt nicht, weil man es nicht sieht und weil man Pass spielt, sondern einfach nur, weil man gut geblockt wird. Aber das ist auch schwer zu machen, dass man es nicht erkennt, glaube ich. That could be the offense maybe setting something up. The play caller is going to remember that last play. He's going to remember how the defense reacted to it, made a quick tackle. They might pump that throw and then hit a 5 for 35. Wieso kriegen meine Safeties nicht eingezeichnet, was sie machen? Oh shit, Speed Option. Das sah komisch aus irgendwie. Vierter und zwei. Would have just been a 47-yard field goal attempt from here, but they are thinking touchdowns and trying to move the chains here on four. The offense showing motion from the tight end, trying to get a read on the D. Trying to show their strength with the run on fourth down. Das ist crazy. In Madden habe ich das Gefühl, manchmal einen Block shedden zu können, aber hier kann ich machen, was ich will. Ich hänge fest. Ich glaube, da habe ich auch schon ein paar Mal gefragt, aber nicht wirklich Antworten gekriegt. Habt ihr das gleiche Problem mit Blockshedding wie ich oder nicht? Ist es ein Ich-Problem oder ist es ein Spielproblem? Weil wenn es ein Ich-Problem ist, dann würde ich sehr, sehr gerne wissen, was ihr macht, was ich nicht mache. And he'll take it in. Naja, okay. Warum shuffelst du? Bro, warum shuffelst du? Es war vermutlich als Pick gedacht und hat so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Warum shuffelt er? Das ist übrigens auch, ich weiß, dass das zu viel verlangt ist und das ist so ein Ding, wo ich jetzt nicht sage, warum kriegen die das nicht ins Spiel? Aber das wäre richtig cool, wenn die im Spiel mehr auf die vorherigen Wochen eingehen könnten. Das heißt, jetzt gerade hat er gesagt, die Offense hat so gut angefangen und haben 1-0 gestartet die Saison und so. Das wäre krass, wenn er jetzt Stats von der letzten Woche hätte sagen können. So, wisst ihr, was ich meine? Seht ihr, das meine ich. Die Taste habe ich angetippt. Wie war der Balken so weit voll? Also entweder mein Controller hat irgendwas oder ich habe wirklich die heftigsten Wurstfinger aller Zeiten. Schade. Gute Coverage. And watching this offense the past couple weeks, man, everything's hard. And they got to find a way to get some easier routes, some quicker throws, some higher percentage things. Because the last couple of weeks hat er sich unsere Offense angeguckt und alles war hart in Woche 2. Interessant. Du Lügner, du! So, wir haben wieder Options, aber wir haben vor allem halt auch unten drunter ihn hier. So, Zeit stoppt, weil neues First Down.
I'll go. DB up in his receiver's kitchen instead. Nice little zone, and they pick up the first. Man, offenses are getting so good, Reese, at seeing the holes in the zone. Nochmal neues First Down. Knowing where to sit down. Jetzt tight und screen. For the quarterback, and that's what it was on third and short. Now from inside the red zone. Oh Mann, die haben sogar geblitzt von da. Es hat eigentlich richtig gut funktioniert. Aber irgendwie haben wir jetzt hier wieder das Problem, was wir vor Jahren in Madden immer hatten. Dass die nicht klarkommen mit Traffic navigieren. Wow. Starkes Play vom Defender. Glück gehabt, dass er den nicht gepickt hat. Last time? Ja, doch schon. Ja, 16 muss ich natürlich nicht gucken. Aber diesmal hatte ich wenigstens auch gedacht, okay, wenn ich verhaue, dann links. Manchmal ist es in dem Spiel so, dass ich denke, okay, das könnte knapp werden, rechts. Auf einmal schieße ich 3 Meter links vorbei. Also, diesmal war es wenigstens auf der Seite knapp, wo ich gedacht habe, vielleicht wird es auf der Seite knapp. So. Quarters. Oh, was? Aber sorry kurz. Was war seine Mission, bevor ich ihn übernommen habe gerade? Der ist ja schon im Vollsprint nach schräg unten gewesen, bevor ich überhaupt irgendwie umsteuern konnte. Nee, der ist nach innen gesprintet. Ich check das nicht. Wo will der hin? Der ist hier in guter Position. Warum? Er matcht, ne? Warum in dem Moment jetzt? Warum fängt er an, wegzurennen von dem Spieler, den er covern soll? Fragen über Fragen. Garcia wants to throw. 15 Sekunden, ein Timeout noch. Man, last week was great for this young man, but man, again showing you he can do it at a high level. Just working the whole field, using different guys. He is absolutely on fire. Wir könnten jetzt, nee. Ich habe gerade überlegt, ob wir jetzt einmal mit Pressure kommen und hoffen, dass wir ihn irgendwie sacken und dann mit dem Return was machen, aber dafür bin ich. Ich weiß nicht, ob ich einen einzigen ansatzweise gefährlichen Punt-Return hatte diese Saison. So. Das ist in der Zeit, die die Refs gebraucht haben, um den Ball dahin zu legen, ist die komplette eine Unit runter und das komplette Field Goal Team ist rauf. Also zeitmäßig ist manchmal echt noch... Da müssen Sachen gefixt werden. Und das finde ich ein bisschen schade, weil es inzwischen ja schon mehrere Patches gab und die einfach nicht gefixt wurden. Wisst ihr? So, ich verstehe, dass die Uhr anhält beim College Football. Glaubt mir, wenn es ein neues First Down ist. Aber die hält ja nicht für immer an. Und die hält nicht an, bis man den Ball snappt. Die hält nur so lange an, bis der Ball da liegt. Und das sind, keine Ahnung... Selbst lass es mal 8 Sekunden sein. In 8 Sekunden rennst du auf gar keinen Fall... Dein komplettes Team runter, das nächste komplette Team rauf und hast es bereit für den Snap. So, also, das ist ein bisschen suspekt manchmal. Weil es in dem Fall egal, die hat eine Aim-Timeout. Geht es mir nur ums Prinzip. Ich glaube, die 3-3-5 mag ich. I mean, I don't know how I don't give him the football. It's the reason I built the lead. He's the guy that I can trust. This offense is built around him. Nice. So, dritter und 8. Well, good call by the defense there. They dialed up blitz into that running play and the linebacker able to make the stop. Third down conversion.
proportions are a huge stat, and this one would be a doozy if they can pull it off. They're bringing heat. Okay, nice. And he just throws it away. That is not what you're looking for on third down. Fourth down coming up. And the Pirates line up the punt. Ja, stimmt, vor allem, der hatte eigentlich noch gar nicht so viel Pressure. Also eigentlich hätte er noch ein bisschen chillen können. Es war jetzt nicht so, dass er kurz davor war, gesackt zu werden oder so. Irgendwie habe ich das Gefühl, die kommen alle nicht los. Die kommen nicht in Bewegung. Beide Guards an K.O. So, Deep Choice nochmal. Press sollte ja relativ einfach sein. Der Read. Fuck. Shit, wo kam der durch? After misfiring, it's second down. They'll run play action. Just a short pass to the tight end. A nice job by the defense there, tackling the catch and smothering the tight end. They know this offense is going to try to find him in the passing game in a lot of different situations. That time, perfect coverage and nice job bringing the big guy down. Not easy to do. Was ist hier passiert gerade? Off to an adventure. Was zum Teufel ist eure Mission, Volldullis? Also, dass 71 den End nicht blockt, ist logisch. Das ist der Read-Player, ne? Aber wen wollen die blocken? Es ist ja diesmal nicht mal so, dass häufig bei College Football und auch Madden und so ist es ja so, dass sie das zweite Level ignorieren und quasi direkt im dritten Level jemanden blocken, was einen nervt. Aber Wollen die den Ref blocken? Also es ist, als ob die niemanden finden, den die anlocken könnten quasi. So, hier, zack, zumachen. Hier, eindeutig. Was? Hä? Das war ein starkes Play von Roach übrigens gerade. Mein Problem bei dieser Wide Offense hier im College Football ist, ich sehe die Receiver außen nicht. Ich muss immer voll lang warten, bis ich sehe, ob die offen sind oder nicht. Ich sehe auch am Anfang nicht, was mit Press und so passiert. Jumpball. Vermutlich hätte ich auch nicht auf den unbedingt einen Jumpball werfen müssen. So, wir sind im dritten Viertel, Mitte drittes Viertel, es ist 4. und 17. Ich kann nicht von der gegnerischen 38 punten, sorry. Ich glaube aber, ich werde zur nächsten Saison das Playbook wechseln müssen. Ich mag das, wie gesagt, in echt schon nicht und ich mag es hier auch nicht. Boah, der war so offen. Aber wieder, ich habe das so spät gesehen erst. Mann, Alter. Fuck. Meint ihr, Brackets funktionieren inzwischen oder immer noch nicht? Abgesehen davon, dass jetzt hier gerade auch alles wieder kaputt gegangen ist. Aber starkes Play. There we go. Ref aus dem Weg, Mann. Ach, okay. Henderson mit dem Pick. Nice. Da hat der Maglock vielleicht wirklich mal geholfen. So, Play Action Choice Deep. Geben wir dem Ganzen mal noch eine Chance. Ich weiß, dass ich Kreis offen habe, aber ich werde gesackt. Und das ist das Nächste, was, glaube ich, das Playbook nicht so gut spielbar macht in College Football. Ich habe übrigens noch nichts an Slidern geändert. Vielleicht probiere ich das nächste Woche mal, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich 7 Leute in Protection. Ich weiß nicht, warum der Sniffer hier gerade rausrennt,
aber das kann sein, dass es ein Checkdown ist quasi. Aber das Ding ist, wenn ich hier irgendwo den In-Cut werfe, was das Einzige ist, was offen ist, ne, auf der Seite ist alles zu, dann jumpt der Safety das. Wenn ich ein bisschen weiter warte, jumpt der Linebacker das. Und hier ist das Fenster, in das ich reinwerfen kann. So quasi auf den Ref zu, ein bisschen weiter links. Weil der andere Safety, der muss sich jetzt ein bisschen nach links orientieren und so weiter. Aber in dem Moment sind schon wieder zwei durch. Und es bringt mir auch nichts, wenn ich theoretisch 6 Leute in Protection habe, wenn es dann aber trotzdem kein Double Team gibt. So, was macht mein Running Back? Mein Left Guard wartet dann, bis der Left Tackle geschlagen ist und übernimmt den dann. Mein Running Back wartet, bis einer geschlagen ist und übernimmt den dann. Ich check ehrlich Pass Protection nicht. Und dann hilft mir das auch relativ wenig, wenn mir Leute dann schreiben, ja, man ist für alle Situationen vorbereitet. Man kann hier einfach ein Half-Slide, Half-Slide, Max Protect, Full-Slide, Full-Slide. Warum soll ich Full-Sliden in irgendeine Richtung, Jungs? Deswegen, ich mag die Offense in echt schon nicht, weil sie meiner Meinung nach nur funktioniert, wenn du deutlich krasseres Team hast als der Gegner, und dann funktioniert es halt sehr einfach, weil es eine sehr einfache Offense ist. Aber wenn nicht, meiner Meinung nach, no bueno. Und hier halt noch weniger. Guck mal, in dem Fall hier müsste ich eigentlich, sagen wir mal, wir full sliden nach rechts. Okay, cool, jetzt weiß ich, von wem ich hot bin. Aber wenn er kommt, wird geblockt, bin ich trotzdem am Arsch und werfe einen Pick. Das war dumm, weil ich mich nur auf die Line konzentriert habe und einfach irgendwo hingeworfen habe jetzt. Aber seht ihr, was ich meine? Was hier gerade passiert ist, ist halt einfach straight kein Full Slide. Weil was macht mein Left Guard? Mein Left Guard endet im rechten A-Gap. Oh, ich habe, glaube ich, was Falsches gecallt gerade. Nee, ich hatte das Richtiges gecallt. Who? Warum? Was? Hä? Sehr verwirrend. Ich habe gerade kurz gedacht, ich habe einen Crossblitz gecallt oder so. Aber habe ich nicht. Okay, es ist immer noch drittes Viertel, es ist nur ein Two-Possession-Game. Alles noch drin. Aber wir müssten offensiv vielleicht irgendwie irgendwas irgendwo machen. Ich kann das Playbook nicht weiterspielen. Ich glaube, ich muss das schon in dieser Saison noch ändern. Weil ich... Bestimmt können manche Leute damit auch super umgehen. Und vielleicht können manche Leute damit sogar mit so einem schlechteren Team bessere Teams schlagen und so weiter. Aber ich definitiv nicht. Es ist einfach überhaupt nicht mein Football. Und das ist das Ding. Letzte Woche gegen FCS, gegen das Team, hat es ganz gut funktioniert, weil ich halt einfach das krassere Team hatte. So. Aber diese Woche... Ich habe 4 Leute. Wenn 4 Leute kommen, hat das nichts mit was ich slide oder so zu tun, ob die durchkommen oder nicht. Dass der Safety keinen Plan hat, was er machen soll. Ja. Deep Choice Drag. By running the football, and now of course it sets up a third and manageable situation. And he was hit just as he released it, and it falls to the turf. The
Jets offensive line is not going to like watching the film back tomorrow when they get the opportunity, because they have gotten beat time and time again up front, especially in passing situations. Ich habe schon gar nicht mehr auf den Receiver geguckt, als ich geworfen habe. Weil ich geguckt habe, wo ich hinlaufe, und auf einmal habe ich mich gewundert, warum kommt denn der nicht raus? Was ist denn hier los? Und dann habe ich gesehen, dass ich voll in den Rücken geworfen habe. Shit. Direkt durch. Wow, warum? Warum? Oh mein Gott. Things aren't going to get better for this offense, guys, until their quarterback becomes more accurate. Obviously, that was the problem the last game out. Completed less than 50% of his passes there. And he's doing it again here. You just can't score points if you're... Pressure is effective from the defense. They knock him down just behind the midfield stripe at the 48. Ich finde auch nichts, ey. Down by multiple possessions. They can't come up empty on this drive in the fourth quarter. They'll go for it on fourth. Going deep. Nein, als er gesprungen ist, habe ich gedacht, okay, er hat ihn. Und dann war es nicht mal so, dass er ihn gedroppt hat. Bro, die haben 8 Sacks? Wow. Als Quarterback Short-Term Memory würde ich ehrlich gesagt nicht so unterschreiben. Als Cornerback oder als DB generell kenne ich, verstehe ich. Ich glaube, ich würde eigentlich gerne haben, dass mein Quarterback ein ganz schönes, gutes Long-Term Memory hat, aber ich weiß, was er meint. Das klingt einfach witzig. He's looking to throw. Sends it downfield. And here's the pick. And oh, did they need that? Oh ja, der Typ war dumm. Der hätte ich, glaube ich, einfach außen outrunnen können. So, 4 Minuten. Aber wir sind halt jetzt extra dazu gezwungen zu passen. Wir können das schon die ganze Zeit nicht wirklich. Boah, der kann man schnell rein. Heftig. Guck mal, wie mein Running Back schon bereit steht. Geil. Das war zu von Anfang an. Das Geräusch war krass. Now as a pass rusher, I got to keep him in the pocket. I got to understand all the zone read concepts and the power. Null funktioniert. Der runtergezogen werden soll, so durch die Hit, stand einfach da und hat mich angeguckt von wegen. Ich bleib genau hier. Ach Mann, ich kann immer nicht so schnell werfen, wie ich will, und dann können die in der Zeit schon so weit in meinen Weg reindroppen. So, eigentlich müssen wir jetzt, ja genau, eigentlich müssen wir das Field Goal mitnehmen. Damit es ein One-Possession-Game ist. Und dann jetzt die stoppen. Und dadurch, dass wir die sowieso nur einmal stoppen können, probieren wir einfach Onside jetzt. Weiß nicht, ob ich den schon mal probiert habe. High Kick. Umrasten. Batz! Ah, war ein ganz anderer Spieler. Ich habe irgendeinen unschuldigen Blocker versucht umzurasten gerade. So, Run committen wir jetzt? Also das andere wäre eigentlich Quatsch, ne? Machen wir mal. Run up middle. Yeah, I think you say productive. He's productive at this point in the game is running the clock and getting first down. So Jesse, I can expect this defense to be aggressive, way up near the line of scrimmage, bringing a bunch of bodies trying to stop the run. And that's why it puts a lot of pressure. Run committed jetzt nicht, aber wir sind halt trotzdem 17.000 Leuten in der Box hier. Man coverage, probably getting blitzed. It's going to be into a small window. It is not easy to execute in this situation of the game.
Yeah, it's make or break time for this defense now. They gotta get a stop, and if that's bringing more bodies in, bringing more beef in, they're running the football right up the gut, right at you. They're not gonna throw the football in this situation. Time to be more physical and get this big stop. Defense uses this time to be more physical is auch so ein Ding, so, yeah, no shit, Sherlock. Ordinarily on second and ten, you might look past, but here you just want to keep that clock moving. On the ground, trying to pull the plug on this clock. Ach man, ey. So, ich run-committe nochmal. Bin zwar jetzt im Eimer, wenn die passen, aber wenn ich nicht run-committe, kann ich ja offensichtlich den Run mehr stoppen. Ja, das ist ein neues Fass. Okay, Spiel ist durch. Schade. Ohne einen einzigen Touchdown rausgegangen. Das ist ein bisschen traurig. Aber ja, ich werde auf jeden Fall das Playbook wechseln. Das ist Bullshit. Das defensive Playbook, bin ich ehrlich, mag ich sogar. Das gefällt mir. Die Fans, nein! Oh Mann. So, wir gehen in die nächste Woche, gucken, was im Recruiting passiert. Hoffentlich nicht allzu viel. Bisher ist übrigens nichts passiert, deswegen habe ich euch nichts gezeigt. So, wir sind bei Elias, was auch immer, sind wir raus. Ansonsten, first, sieht immer noch sehr so aus, als hätte sich da nicht wirklich viel verändert. Dementsprechend nicht viel, was ich jetzt, beziehungsweise einfach gar nichts, was ich mache. Ich werde die restlichen Punkte einfach auf die Leute verteilen, bei denen wir noch drin sind. Bisschen mehr auf die konzentrieren, nicht noch irgendwie Neues reinholen. Und ich weiß gar nicht genau, wie viele Punkte kriegen wir überhaupt wieder. Wir kriegen nur 10 Punkte durch den hier wieder. Deswegen, ja, können wir direkt einfach mal nach, keine Ahnung, hier gehen und hier nochmal versuchen, Punkte reinzuhauen. I guess, wir sind bei 35, kriege ich 45 hin. Nee. Können wir hier schon hart zählen? Wir können hier schon hart zählen. Wissen wir schon was? D plus, B minus, bringt nicht wirklich was. Dann investiere ich hier einfach nochmal 5 mehr. Wir könnten Swain und so, keine Ahnung, hier nochmal 5 mehr. So, das heißt, ich brauche ganz, ganz dringend euer Feedback zu der Idee. Ihr habt ein bisschen Zeit. Das nächste Video, was aus der Reihe kommt, kann dauern, weil wir jetzt in den normalen Saisonrhythmus gehen. Da wird es generell nicht mehr so oft kommen, Madden und College Football und so wie jetzt. Und dann, ich habe es eben gesagt, ich muss Madden ja auch noch irgendwo unterbringen. Und ich bin auch ehrlich, Madden macht mir mehr Spaß zurzeit, deswegen im Zweifel eher das. Aber ich kann mir vorstellen, dass nächstes Old Dominion Video vielleicht nächsten Montag kommt oder was auch immer. Aber nagelt mich auf nichts fest. Ich muss in der Saison erstmal richtig meinen Rhythmus finden, was ich mit den freien Tagen mache, welche Videos ich wie wo einbringe und so weiter. Deswegen, wie gesagt, nagelt mich nicht fest. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da, wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft. Dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.